Wir alle sind auf einer Reise. Und ich glaube, je bewusster wir damit umgehen und je bewusster wir uns entscheiden, desto besser ist unsere Reise. Oder einfacher. Oder schneller. Oder wir bekommen mehr kleine Geschenke, kleine Belohnungen oder haben eine bessere Gesundheit. Du bist weit mehr als nur dein Körper. Du bist reines Bewusstsein. Du bist ein göttlicher, wundervoll großartiger Ausdruck des Lebens. Du bist eins mit allem Leben und mit jedem Aspekt des Lebens verbunden. Und trotzdem hat keine Person, kein Ort und kein Ding Macht über dich, denn du bist der einzige Denker, der in deinem Kopf existiert. Du bist es, der die Macht hat, etwas zu erschaffen. Und du bist es, der in deinem Leben den Ton angibt. Du bist die schöpferische Macht und die Führungskraft in deinem Leben. Jetzt triffst du die Entscheidung. Du wählst, deine eigene schöpferische Macht zu nutzen, um dich dabei zu unterstützen, dich selbst zu heilen. Ja, es stimmt, dass es in deiner Kindheit schwierige Zeiten gab. Zeiten, in denen du dich einsam, nicht gewollt und ungeliebt gefühlt hast. Vielleicht wurdest du zurückgewiesen oder verlassen oder schlecht behandelt, beleidigt. Ja, ich weiß, es gab einige schreckliche Zeitabschnitte. Einige mögen so schlimm gewesen sein, dass du sie nicht einmal mehr erinnern kannst. Aber die Vergangenheit hat keine Macht über dich. Wenn du die Entscheidung triffst, wenn du wählst, im Hier und Jetzt zu leben, in diesem Moment, in dem du gerade lebst, denn der Punkt der Macht liegt im gegenwärtigen Moment. Jeder Moment ist ein neuer Anfang. Und dieser Moment ist ein Neubeginn für dich. Der Beginn eines neuen Kapitels. Genau hier, genau jetzt. Und nehmen wir genau jetzt die Vergangenheit, alles davon und hüllen sie in den rosigen Farbton göttlicher Liebe ein. Und du lässt sie los und lässt sie gehen. Wir versichern dir, dass du jetzt frei bist. Wir affirmieren, versichern, dass du nicht länger von deinen Erfahrungen versklavt bist. Wir affirmieren, dass du jetzt frei bist. Du bist nicht deine Mutter, noch teilst du ihre Ängste. Du bist nicht dein Vater, noch seine Überzeugung. Du repräsentierst nicht deine Verwandten, noch ihre Ansichten und Meinung. Du bist weder die Lehrer in der Schule, noch bist du so streng oder starr wie sie. Und du bist ganz sicher nicht die Einschränkung deiner frühen religiösen Erziehung. Du selbst bist ein göttlicher, großartiger Ausdruck des Lebens. Du bist einzigartig, besonders. Du bist besonders. Du bist besonders und wunderbar. Es gibt nur einen deiner Art. Es gibt nur ein Wesen deiner Art. Seit Beginn der Zeit auf diesem Planeten gab es noch nie einen anderen Menschen wie dich und wird es auch nie geben. Deshalb gibt es keine Konkurrenz und keinen Vergleich. Du hast deine eigenen, großartigen, einzigartigen Talente und Fähigkeiten und deine eigene, ganz besondere Art, sie zum Ausdruck zu bringen. Du bist es wert, deine eigene Liebe zu empfangen und von dir selbst angenommen zu werden.
nicht für das, was du getan hast, sondern einfach nur, weil du existierst. Wir befehlen deinem Unterbewusstsein, alle negativen Überzeugungen zu entlassen, die dich auf irgendeine Weise begrenzen oder dir auf irgendeine Weise schaden. Sie müssen jetzt aus dir entweichen. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir genau wissen, was sie sind oder nicht. Es spielt auch keine Rolle, wie lange diese negativen Überzeugungen schon da sind. Jetzt, in diesem Moment, befehlen wir, dass sie ausgelöscht, beseitigt, neutralisiert und losgelassen sind. Wir affirmieren, bestätigen, dass du bereit bist, loszulassen und frei zu sein. Es ist sicher, das zu tun. Wir versichern dir, affirmieren, dass du bereit bist, die mentalen Ursachen und Muster in deinem Bewusstsein loszulassen, die auf irgendeine Art negative Bedingungen in deinem Leben schaffen. Wir versichern dir, affirmieren, dass du bereit bist, das Bedürfnis nach diesem Zustand in deinem Körper loszulassen. Du erlaubst diesem Jetzt zu verschwinden, zu verblassen und sich wieder aufzulösen, hinein in das Nichts, aus dem es entstanden ist. Wir versichern dir, dass du bereit bist, all den Groll und die Schuldzuweisung aufzulösen. Es gibt so viel Liebe in deinem Herzen, dass du den ganzen Planeten damit heilen könntest. Aber für jetzt wollen wir diese Liebe einfach nur nutzen, um dich zu heilen. Spüre, wie eine Wärme in deinem Herzenszentrum zu glühen beginnt. Eine Weichheit, ein Liebevollsein. Lass dieses Gefühl die Art und Weise verändern, wie du denkst und sprichst in Bezug auf dich selbst. Erlaube der Liebe, die aus deinem eigenen Herzen fließt, weiter durch deinen ganzen Körper hindurch zu fließen. Durch all die Venen und Arterien bis hinunter in die kleinsten Kapillaren, dabei jede Zelle deines Körpers zu baden und zu durchtränken, zu beruhigen und zu heilen. Jede Zelle. Lass diese Liebe deines eigenen überfließenden Herzens Freude zu jedem Teil deines Körpers bringen. Jeden Teil deines Körpers mit Freude bereichern und erfüllen, sodass alle Zellen glücklich sind, während sie ihrer Arbeit nachgehen, dich gesund zu halten. Wenn es irgendwo in deinem Körper Schmerzen oder Unbehagen gibt, lasse diese Liebe dich umgeben und sie auflösen, damit dein Körper frei ist und sich selbst heilen kann. Lass die Liebe durch deinen Körper hindurchwaschen, wie kühles, klares Wasser, das alles reinigt, was es berührt. Dein Körper weiß, wie er sich selbst heilen kann. Liebe ihn und unterstütze ihn bei dieser Aufgabe. Sage jetzt zu dir selbst: Ich wähle, gesund werden. Ich wähle, gesund werden. Lass uns die Liebe deines eigenen, überfließenden Herzens nutzen, um allen alten Groll, Verletzung und Bitterkeit wegzuspülen, die vielleicht noch in dir herumwabern. Es ist unmöglich, wirklich zu lieben, bevor wir nicht vergeben haben. Wie es im Kurs in Wundern heißt: Willst du lieber glücklich, gesund und wohl sein oder lieber Recht haben? Dies hier ist eine Zeit des Mitgefühls und der Heilung. Geh nach innen und verbinde dich mit dem Teil von dir, der weiß,
wie er heilt. Du bist unglaublich fähig. Sei bereit, auf ein neues Level zu steigen, um Fähigkeiten zu entdecken, derer du dir nicht bewusst warst. Nicht nur um Krankheiten, auf Englisch Disease, Unbehagen, zu heilen, sondern um dich wirklich auf allen möglichen Ebenen wahrhaftig zu heilen, um dich ganz zu machen, im tiefsten Sinne dieses Wortes, um jeden Teil deines Selbst zu akzeptieren und jede Erfahrung, die du gemacht hast, und zu wissen, dass das alles Teil dieses Dekorationsstoffes deines Lebens ist. Ich liebe das Buch von Emmanuel. Es gibt eine Passage darin, die eine gute Botschaft mitbringt. Die Frage an Emmanuel lautet: Wie können wir schmerzhafte Umstände erleben, ohne durch sie verbittert zu werden? Und Emmanuels Antwort lautet: Indem wir sie als Lektion und nicht als Bestrafung sehen. Vertraut dem Leben, meine Freunde. Egal wie weit das Leben euch zu führen scheint, diese Reise ist notwendig. Du bist gekommen, um ein weites Terrain an Erfahrungen zu durchreisen, um zu überprüfen, wo die Wahrheit liegt und wo deine Verzerrung in diesem Terrain ist. Dann wirst du in der Lage sein, zu deinem Heimatzentrum, deiner Seele selbst, zurückzukehren. In voller Frische, erfrischt und weise. Wenn wir nur verstehen könnten, dass all unsere sogenannten Probleme nur Gelegenheiten sind, an denen wir wachsen und uns wandeln können, und dass die meisten von ihnen von den Schwingungen herrühren, die wir von uns gegeben haben, ist alles, was wir wirklich tun müssen, unsere Denkweise zu ändern, den Groll aufzulösen und willens sein zu vergeben.